Hallo und herzlich willkommen bei mir. Also, ich habe jetzt nonstop seit dem letzten Aufnahme gefarmt. Dadurch bin ich jetzt Level 20 geworden. Und ich habe natürlich Waffen und hier die Fähigkeiten hochgemacht, so gut wie ich konnte. Natürlich nicht alles, ne? So, war aber ziemlich schwer, da irgendwie, weil so viele Leute hier auf einmal angefangen haben, kriegt man nicht so wirklich die Ressourcen ab wie Steine. Oder, naja, Steine schon, aber hier Eisen, Silber, Gold, diese Geschichten. Ist immer einer, der vorher schon da war, bevor man überhaupt gucken konnte. Oder Hanf. Oder hier, die Felder sind meistens leergefegt von die sämtlichen Pflanzen. Wo man jetzt zum Beispiel, wo sind das? Dieses Sammeln. Hier haben wir die Sammeldinger. Also, die Sichel. Hier ist die Sichel. Aber zumindest habe ich es einigermaßen jetzt hingekriegt. So, habe jetzt 20 erreicht. Und auch wenn man vorbestellt hat, das Reittier, was man da bekommt, kann man erst mit Level 20 sich holen. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Da ist die Anzeige oben. Versuche ich hinzukommen. Erstmal mein Gaul. Wie ihr seht, die Questen habe ich nicht weitergemacht und da eben bin ich bloß zufällig reingerannt. Das ist aber auch alles. Alter, wie weit ist denn der Stall? Ja, hätte nicht in der Innenstadt da sein können? Wie ihr seht, die Natur haben sie gut hingekriegt hier. Die sieht richtig cool aus. Der hat sein Reittier schon. Halt, welche ist der geworden, das jetzt? Wieder geradezu. Ich hoffe es doch. Das sieht mir aus, als ob da eine Stadt ist. Einfach mal den Weg folgen. Welches ist es jetzt? Wieder muss es sein, das muss hier sein. Ja, das ist eine Stadt. Ach, hier war ich schon. Okay. Alter, was für ein dicker Baum. Ich könnte den abbauen. Oh. Der ist ja fett. Nehmen wir mal mit. Gibt es nämlich in der anderen Gegend so wie auch nicht. Scheiß. Einfach mal ein bisschen mitnehmen.
Anzeige. Achso, das ist das. Also zum Stall. Das hier der Stall? Nee, das ist ein Typ. Muss ja hier hinten sein. Achso, in jeder Kaserne kann ich das auch nehmen. Okay. Komm, Stall, wo bist du? Wo ist der Stall? Wo soll ich denn noch hin? Ja, immer noch nicht da. Da. Alter, wo denn hin? Jetzt noch irgendwas jetzt auf ihr ploppt. Du sollst nicht so viel oft ploppen, du sollst mir das in den Stall bringen. Stall, ja, das ist das Zeichen. Warte mal. Ja, das ist das. Hau doch ab, du Vieh. Naja, nehmen wir mal mit. Wir hatten eigentlich schon gedacht, dass wir das Tier eigentlich gleich vom Anfang an haben, aber das haben wir, da haben wir leider falsch gedacht. Man muss wirklich erst Level 20 sein. Level 9. Was ist jetzt Level 9? Bin noch drauf. Ach so, der. Zack. Ja, wie ihr seht, die ganzen Pflanzen überwiegend abgeerntet, ey. Einfach zu viele, die das gleichzeitig angefangen haben. Aua, was war das? Hä? Also, am liebsten würde ich doch jetzt für jeden Kilometer, den ich hier renne, Kilometer jetzt kriegen, ey. Ey, ihr habt alle schon einen Gaul, gebt mir mal euren ab, dann bin ich schneller. XP für was? Aha. Fürs Durchschreiten. Das hätten sie doch echt in jeder Stadt machen können, dass man die Quest machen kann. Ründerscheiß. Oh, da. Dich nehmen wir mit. Finde ich bei mir ja kaum. Das war das sind Büsche. Jetzt nicht. Was war das? Mann, erschreck mich doch nicht so. Alter, wollt ihr mich rollen, ey? Alter, wie ich noch ein Ende? Ich seh noch nicht mal das Zeichen.
Mache ich jetzt am Kreis oder wie? Irgendwas verpasst? Das für ein Hirni. Okay. Und wo ist der Stall? Hä? Wo ist denn jetzt die Quest? Ach, das soll doch wohl sein, oder wie? Jetzt wieder. Das ist das Zeichen für diese Quest. Da will ich hin, okay. Höhle. Und jetzt? Was ist das? Nach so langer Zeit gibt es immer noch Menschen auf dieser Insel, die die Urkräfte anlegen. Doch, oder? Wenn du Bandits und Geist der Bestie knüpfen willst, brauchst du eine Opfergabe, die die Wildheit deiner Seele. Noch was? Nee. Hier rangehen, okay. Oh. Da. Die scheinen das auch gerade zu machen. Ich verlange echt langsam Kilometer jetzt. Pro Kilometer 5 Euro.
Dann würde ich hier im Spiel auf jeden Fall reich werden. Also 5 von diesem Geld. Oder 10. Naja, ich würde dich gleich die Presse an. Jetzt hebt mir mein Gaul, ihr Fellest. Ich will mein Gaul, ich will mein Gaul, ich will mein Gaul. Ist dir klar, was wir vollbracht haben? Das ändert alles. Seht, Geister, meine Ahnen. Wir haben das Pferd nach Eternum gebracht. Möge das Blut meines Vaters für immer. Die Bande zwischen Pferd und Reiter sind heilig. Behandelst du es gut, trägt es dich weit. Über viele Schlachtfelder und zu vielen Siegen. Aber so eine Bindung kostet Zeit und Mühe. Mein Volk lernt mit 2 Jahren reiten und reitet mit 6 Jahren rennen. Du bist hoffentlich mindestens so fähig wie unsere Kinder. Finden wir es raus. Absolviere mein Übungsrennen. Begib dich an den Start, um dein Talent zu testen. Dieses Rennen nennt sich eine Tour. Es ist ein Langstreckenrennen, das deine Navigationsfähigkeit. Achte auf deine Umgebung und wähle mit deiner Karte eine schnelle Route. Geisterreisen disqualifizieren dich. Mit guten Augen kannst du Abkürzungen. Ich wünsche dir. Wenn du hoch hinaus willst, musst du die. Nee. Hey, wie soll man denn das? Da ist die Angel. Das Laute. Wie soll man denn den dämlichen Gaul rufen? Warte mal, warte mal. Hab ich was gekriegt? Gaul. Öffnen. Ah. Welche Taste? Was für eine Taste? Der Gaul. Was für ein Zeichen. Mein Wegpunkt weg, du dumme Sau. Was ist denn für eine Scheißtaste? Oder warte mal. Da. Anwenden.
jetzt habe ich einen Gaul. Wo soll ich jetzt hin? Ich bin richtig. Oder dann da. Soll ich da machen? Ach, ich soll jetzt reiten mit dem Viech. Wie renne ich? Oh, ah, okay. Ja, das ist hier dann weg. Ah, da. Und danach darf ich wieder den ganzen Weg zurück, oder was? Naja, du hast auch eine Ausdauer, ich weiß. Da. Ich dahin? Jetzt muss ich wieder umdrehen und jetzt hin, Mann. Nee, ich kann ja wohl kaum da durch. Nicht lang.
Soll ich wieder zu den Hunk zurück oder was? Ja. Okay. Was denn das Tier? Tut man auch leveln oder was? Oh, meine Güte. Was ist das? Was ist das denn? Bleibst du mal stehen, du Scheißvieh. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Wie rufe ich jetzt den Gaul? Muss doch schneller gehen. Die Angel, aber wo ist der Gaul? Was ist das? Zubehör. Auf den Gaul springen. Muss ich jetzt immer auf den Gaul gehen oder was? Kann ich die denn noch rufen? Ich krieg noch einen Rallo, ey. Ich kann mal fragen. Bis gleich. Thank you.
ganz einfach. Mach mal Licht an. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Und jetzt drück mal. Einfach. Da. Mann, ey. Meine Fresse. So, Leute, ich hab mal kurz meine Frau geholfen. Nicht wundern. Da muss ich hin. Gleich mit hier. Aha, durchs Wasser kann er nicht. Okay. Gut zu wissen. Er ist nicht schwimmfest. Du bist ja ein Gegner. Hau ab, hau auf, hau ab, Alter. Ey, die haben mich ja schon halb hier. Und der steht da rum und hüpft nicht, ey. Dank mich jetzt schon. Du das Zeug dazu hast. Geh an deine Grenzen und deine Fähigkeiten wachsen weiter. Da das Band zwischen Mensch und Tier neu geknüpft wurde, wirst du von anderen Reitern herausgefordert. Wappne dich gut. In der Wildnis fressen Pferde Gras. Ein Rennpferd ist eine seltene Züchtung. Die Bedeutung dieses Bandes muss erkannt werden. Mit den richtigen Leckerbissen wird dein Pferd schnell und mutig wie ein Lauffeuer sein. Vom Rücken eines guten Pferdes aus kann man die Welt erobern, Bruder. Wenn du gut auf es aufpasst, passt es auch auf dich auf. Hier ist ein Rezept meines Vaters. Es wird deinem Pferd Kraft für die Rennsaison verleihen. In der Wildnis? Ja. Aber ein Rennpferd ist eine besondere Züchtung. Bei guter Pflege trägt dich ein gutes Pferd im Handumdrehen hinter den Horizont. Oh
Kupfer? Wo komme ich das her? Sowas wie Hafer rumliegen. Was soll ich denn hier machen? Reittierfutter, aha. Und jetzt? Was brauche ich dafür? Das jetzt sehen. Ja. Faule Reiter gewinnen Kopf. Wow. Hafer. Was ist das? Mal drauf drücken. Anwenden. Anwenden. Okay. Was das auch immer ist. Ah. Das ist ja süß. Okay. Okay. So, jetzt will ich erstmal wieder zurück. Also wird das auch irgendwo das Tier, Reittier? Lass ich erstmal so. Was ist da? Okay. Geht nicht. Fast.
Da ist noch eine Anzeige. Aha, ich soll doch noch ein bisschen machen. Also wo denn hin? Wo bergunter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Vielen Dank. Was? Eisen? Ist gebongt. Hey, du blöder Affe. Mich mal in Ruhe, meine Güte. Ich wollte ja nur hier lang, ne? Wie ihr seht, alles was man tut, kriegt XP. Hä, wo ist denn der zweite? Ist schon abgebaut. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ganz schnell vorbei.
Warte mal. Ich hab gerade vom Handy eine Nachricht. Das war ich. Ach so. Ich hab das Buch geschrieben. Buch? Und der. So. Wie ich mich anstelle. Nee, das ist doch eine neue Stadt. Okay, jetzt muss ich wohl meine alte Stadt mit mehr als Ressourcen finden. Nee. Ist das meine Stadt? Naja, sicherlich nicht. Hier durch. Ach, durch die Stadt darf man nicht rennen, aha. Wurde alles abgeerntet hier hinten. Meine Güte. Ich werd verrückt. Ja, her damit. Du musst ja hier ankommen. Meiner. So. Wie die Asker, ja, aber ungelogen. Ist hier noch mehr Hanf? Ja. Hanf. Schwein, du hast mein Pferd gekillt. Das sieht halt hier auch nicht aus. Das war's mit Leuchten. Ich geh hier runter. Mal, dass der nicht so viel ist.
Ja, ich komme mit dir durch. So. Lieber mal ein Stück Schnur. Pferdchen. Hier müsste auch nochmal der Arm für die Wiese sein, ja. Wenn ich schon alles abgekrast ist. Oh, hier muss das sein. Wieder kein Hanf da. Das abbauen wird. Was leuchtet mich denn da so an? Gucken, was ist denn das? Oh ja. Und weg. Das hat sich irgendeiner hingebaut. Das hatte ich heute noch gesehen. Lol. Bauen die sich eine Stadt? Oder sowas ähnliches. Schon oder Wasser. Das dürfte aber gehen. Ah ja, hier ist die Brücke. Cool, bin mal da.
Hey, doch, haut doch ab. Suchen auch immer alles. Auch noch ein bisschen Silber. Cool, dann komme ich gleich besser hoch. Juhu. Et voilà. Komm her, ja. So. Na. Nacht, Mama. Nacht. Wir haben das schon wieder abgebaut. Ich glaube, der pennt. Scheiße. Film bloß noch Zähne. Haha. Okay, da kommt er nicht durch. Doch, er kommt durch. Mann. Mal diese Gegenstände im Weg. Hm? Aber
wollte ich denn machen? Nee. Muss ja hier irgendwo sein. Hier hin? Was soll ich denn an dem Ding? Hä? So ein komischer Pilz. Naja, hab ich nicht weiter. Okay. Wird dahin. Was soll ich an diesem Feuer? Aua. Rüste Futter aus, stärke dein Reittier und füttere meine Fresse. Meine Fresse, ich darf hier gleich zurückrennen, oder? Also wieder. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was? Ich hab was umgerannt. Das geht auch. Ach, schön wär's. Liegt nicht überall. Ah. Die Hühner darf ich umrennen. Rein hier, rein hier, rein hier. Das ist der Eingang. Machen wir die erstmal hier.
perfektes kleines Liedchen für dich. Eine romantische Sicht auf die Ferne, würde ich sagen. Grace O'Malley nennt diesen Ort nicht mehr ihr Zuhause, das sage ich dir. Die wirkliche Tragödie von Korinth ist, dass ein... Natürlich entkomme ich diesem Felsen in diesem Tempo nie. Die wirkliche Tragödie von Korinth... Ha, der arme Kerl fand keinen einzigen Freiwilligen. Aber du hast hier das Sagen, oder? Genau wie der Alte, wie auch immer er hieß, am Strand. Wenn du dem alten Saatweg zur Hand gehen willst, kann er deine Hilfe... Aber du hast hier das Sagen. Zu den Höfen nördlich der Stadt. Er hat die Leute praktisch angefleht, ihn zu begleiten. Also wird er sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Ich bleib noch eine Weile hier und dann... Okay. Lass dich hier raus. Wo ist denn jetzt das nächste Dorf? Würde ja lachen, wenn ich jetzt das nächste hier annehmen kann. Also abgeben. Was habe ich denn jetzt gesammelt? Ein bisschen Eisen, ne? Oder ein bisschen. Oh ja, Eisen. Naja. Viel ist es nicht. Da fehlt immer noch Silber. Was hab ich denn sonst noch? Leinen, genau, Leinen. Da, dafür brauche ich Leinen und dann das hier. Oh, super. Zwölf davon, okay. Brauchte ich. Rüssel. Mal gucken, kann ich hier mehr eine Rüssel versuchen? Mit einer Fassung. Was hat denn da noch Raum? Ah, dieses komische Leder. Ah. Doch, hier rüber. Ich kann nur eins herstellen. Schön habe ich Leder. Was jetzt passiert? Ach, die schreiben. Jetzt wird dafür nur Leder. Könnte ich wetten. Noch mehr? Ach, ihr seid doch hier mein. Warte mal, hatte ich die hier schon? Ja, wer hätte ich hier noch? Hut, Handschuhe. Und mal kicken. So, Hut. Handschuhe. Ja, die Hose könnte ich probieren. Und
Viel Glück, geht's vielleicht. Bitte lass aufs Blau werden. Das da. Einmal da, ein Versuch, drückt mir die Daumen. Kondition, Stärke und Intelligenz. Okay, ja. Nehmen wir erstmal. So. Jo. Hier ist jetzt frei für ein... Wo könnte man denn Schmuck machen? Beim Schmied vielleicht? Schmiede oder so. Stein. Schmiede, mal gucken, gibt es hier Schmuck? Klamotten, was ist das? Das ist ein Schwert. Wo gab es denn hier Schmuck? Stein? Da bestimmt nicht. Gott, wo habe ich denn das hergestellt? Kleider? Ist da weiter runter Schmuck? Steine, Steine. Ja, hier ist was. Goldband. Irgendwo war doch Schmuck. Rüstung. Was ist das denn? Das tut so scheiße weh, Mann. Eine Tasche. Ja, mach doch eine Tasche. Wie viel Tragfähigkeit gibst denn du? Das ist auch irgendwo. Vielleicht, wo ist er denn? Kann man hier vielleicht Schmuck herstellen? Das ist ein Vorratsding. Nein, auch nicht. Ja. Hier ist die Schmiede.
Stein. Hier. Irgendwo konnte man doch Ketten herstellen, Mensch. Nee, hier bestimmt nicht. Küche. Was ist das? Was essen? Konnte man den Schmuck herstellen? Was ist das? Wegbahn vielleicht da? Wo ging denn jetzt Schmuck, Mann? Das hier? Ja, mal Handschuh. Was ist das? Das ist so ein Trank. Tränke. Trank, hä? Gleich das Kotzen. Ich hab dort eine Kette hergestellt. Wie konnte ich denn das? Küche. Was ist das? Klamotten. Tasche. Da muss ich demnächst mal zusammensparen. Edelsteine. Wenn hier Edelsteine sind, muss doch hier auch Schmuck geben. Auch Edelsteine. Nochmal Edelsteine. Ich sagte doch, hier ist eine Kette. Und was ist das? Da haben wir einen Ring. Silber, ja? Silber. Und das andere hätte ich. Ring? Goldring? Okay. Was ist das hier? Ach, man hat wohl noch ein Ohrring. Das ist natürlich der bessere. Okay. Das ist nichts mehr. Aber was bringen die Ringe? Oder diese? Thank you.
Hier kommen wir doch schon mal zu dem Besseren. Aha, hier braucht man sowas. Muss man alles herstellen. Da hat man hier noch eine Tasche. 500 ist das jetzt. 500 wegen... Also da muss ich mal... Ohrring. Ah, okay. Heißt, ja. Warte mal. Am Lagerfeuer. Hat man hier ein Lagerfeuer? Oder überhaupt, Warte mal, eine Werkbank könnte man doch... Mann. Merkt man sich doch echt nicht alles. Kann ich das jetzt nur an Lagerfeuer herstellen, dieses komische Futter? Tonding. Was, ich kann eine Laterne haben? Oh ja, das ist ja cool. Rüstende Laterne. Was ist mit das da? Nee. Okay. Ach, jetzt, Okay. Okay. Kann ich denn jetzt dieses dämliche Foto machen? Ich bin hier in der Stadt. Ist das hier kein Lagerfeuer oder was? Hier ein Lagerfeuer irgendwo? Das ist das. Das ist wieder. Nicht da. Nee, das Futter kann ich da bestimmt nicht machen. Das Tierfutter wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Hey Onkel, mit dir will ich nicht reden. So, die Dinger muss ich noch abholen hier. Hat ja eh keiner geholt. Ach, hab ich schon zurückgekriegt? Mhm. Achso, das ist das, was ich... Das kann ich das hier machen? Nee, kann ja wohl nicht sein. Das sind nur Erze. Wo ist denn hier ein Lagerfeuer? Scheiße, ich kann das wohl nur am Lagerfeuer machen. Was brauchte ich denn jetzt? Och Mann. Vielleicht doch hier eine Küche. Irgendwo dieses. Nö, nur. Och Mann. Was für ein Scheiß. Okay, mal gucken. Wo lang? Wo ist denn der andere da? Da muss ich hin. Boah, da ist kein Ding. Ja, hier. Hier ist mein Lager. Eigentlich schon eine Tonne drin. Was brauchte ich denn jetzt für dieses blöde Pferd? Irgend so eine Sache. War doch das nicht alles mit? Was ist das? Müsste ja auch was für den Gold dran stehen. Das soll ich mir vielleicht dran sein.
Flaschen. Nix. Für den Gaul. Nö. Mann, das ist doch dämlich. Was ist das hier? Was ist eigentlich zum Teleportieren da? Muss ich doch auch irgendwas haben. Also die Steine können es mal weg, ja. Schon weg. Schmetterling. Was brauche ich den eigentlich? Okay. Mann, ich stopp mir mal kurz eine. Und dann gehe ich erstmal die eine Quest hin. Noch abgeben gehen. So, wie gesagt, für jedes Ausrüstungsteil oder wenn man sich was herstellen muss oder möchte, braucht man ständig irgendwas. Und das darf man hier wie blöd hin und her rennen, farmen. Und dann bei der Herstellung sollte man genug farmen, dass man, wie ich das gemacht habe, eventuell auf blau macht und die blauen Dinger haben dann erstmal eine Fassung, wo man so ein Steinchen einbauen kann. Kann ich euch gleich mal zeigen hier. Ich wollte sie eigentlich komplett zeigen, aber geht nicht. Ihr seht, ich habe zwei blaue hier an und da habe ich so einen Stein drinne. Das ist dann, wie gesagt, grün. Ist zwar schon besser, aber die ich da hergestellt hatte, jetzt das hier. Wenn das dann auf blau umspringt, da muss man Glück haben.
Man freut sich zwar schon über grün, aber wenn es blau ist, ja, erhöht sich, glaube ich, nochmal alles. Nee, dann kommt nur die Fassung rein. Und dann kann man noch einen Stein reinbauen. Ja, gerade hier. Wie sieht's denn aus mit dem Stab? Könnte ich da, damit ich ein bisschen mehr Schaden raushaue auch? Scheiße, nö. Das wäre der Stab dann. 395, Stufe 20. Alter, wo bringt denn das her? Feuer, okay. Muss ich herstellen. Was ist das? Warte mal. Hallo, geh mal weg da unten. Regen das jetzt her, Mann. Also weiter rein wie eine Blöde. Okay. Thank you.
warte mal, das Pferd braucht sicherlich auch. Naja, ja. Wasser. Okay. Gut. So, wo ist jetzt der Punkt? Hier. Von hier liegt ein Ahnengrab, das von seltsamen Sphären umgeben ist. Wir haben einen Trupp Antiquare zur Erforschung entsandt, aber das würde mir sehr helfen. Aber sei vorsichtig. Die Ahnen verfügten über Kräfte, die wir noch nicht verstehen. Mein Team zeichnet stets alles auf. Wenn du ihre Tagebücher... Na... lang. Also sind mir jetzt die Feuer immer markiert, auch noch. Das war Berg und Tal. Was das hier sein soll, möchte ich auch mal wissen. Einfach durch da, einfach durch. Oder zu dem Affen hin. Geht da lang. Ich suche mit dem Hut oder dem Weg, ey. Und natürlich, wenn man alles durchquert, dann... Okay, man kann auch ganz gut umreiten. Was auf der Straße liegt.
Na, ich reite nicht durch die Stadt. Ich außen lang. Keine Lust. Da darf man ja nicht rennen. Dass man durchreiten kann. Da hinten ist auch noch eine Quest. Oh, ganz schnell, okay. Oh, lass mich in Ruhe, du. Oh, ich sehe ihn. Zu knüpfen, bedarf es vieler Stunden im Sattel. Ich habe in der Umgebung Rennen. Du hast ein seltenes Talent für Reitkunst. Selbst meine Vorfahren wären beeindruckt. Aber Vertrauen zwischen Pferd und Reiter entsteht erst mit der Zeit. Das tun sie. Die Zeiten, die du hörst, keine Angst vor den Strecken. Sie sind schwierig, aber das macht euch beide stärker. Zeigt mir, dass ihr sie bewältigen könnt. Na was denn nun, Mann?
Achso, okay. Was soll ich jetzt tun? Das da sieht mir aus. Da muss ich doch noch was anderes. Pferderennen oder was? Ich mach mal Foto. Wo ist das jetzt hin? Au! Jetzt? Och Mann. War zu langsam. Wirklich von vorne, ja. Hm.
Ein Zauber? Zauber, Schlimmes, okay. Ja. Tore passieren, okay. Thank you.
Ach, das ist doch schon wieder verkehrt. Ich krieg noch alle. Irgendwas wird sich da schon erledigen. Jetzt hier weiter. Wie denn du? Was denn du? Hä? Man sollte den nur verraten, dass man sich verirrt. Ada. Halt um. Ah, dies.
gut wie fertig. Die Lage hier ist unglaublich. Vor einem Mond, die Druiden waren so sanftmütig. Hoffentlich, aber die verlorenen du bist wahr. Such nach... Meine Fresse, so viel auf immer hier. Da soll ich zum Schluss hin. Ich gehe erstmal noch hier hin. So. Komm schon. Dann machst du es mal. Ich wollte nicht auf die Kiste rumtanzen. Immer noch kurz ins Haus. Da ist sicherlich wohl auch was drin. Hab ich das schon? Jo. Ich war schon mal da. Achso, ich war gerade drin. Darf ja nicht. Okay. Also erst die Dinger anstellen hier. Wird jetzt nicht dein Helfer. Dämlicher Magier. Was ist hier doch getan, dämliches Stück. Das ist doch einer? Nö. So, Kreuzchen rennt. Hey! Wurde nicht gestänkert. Noch da oben? Nee. Grün und da oben.
Mir doch nicht auf den Zeiger, Mensch. Ja, man findet natürlich überall solche komischen Beschreibungen. Für was die Jungs sind, weiß ich noch nicht. So, das Ding hätten wir. Dann könnte ja was kriegen, aber okay. So, soll ich jetzt hin? Da hoffe ich doch. Ja, statt Ende soll ich die Alte retten. Oh Mann. Oh. So viel wie gehofft, aber es ist auf jeden Fall jetzt, wo sich die Mühlen wieder drehen, gibt es Hoffnung für... Hast du da draußen jemanden gesehen, der noch kein Verlorener ist? Die Druiden, die Bauern, es muss doch noch jemanden geben. Ich weiß, viele sind geflohen, aber es gibt keine Augenzeugenberichte, wie es passiert ist. Du scheinst so selbstsicher wie talentiert zu sein. Ich nehme deine gute Idee. Dieser Hof brachte auch mal eine reiche Ernte an Obst und Gemüse hervor. Die Felder sind jetzt verflucht, aber... Das war irgendwo hier drin. Ne? Ich muss irgendwo sehen. Was sehe ich denn nicht? Da. Kann ich hier auch mal verschwunden bleiben, Mann? Sofort solche. Eins.
Doch, da wohl. Was machst du hier? Dich hier. Nach dem, was ich gesehen habe, zu sehen, wie meine Therese... Ich war bei der Mühle und sah zu, wie die Druiden ihren grünen Segen verteilten. Der Druide neben mir fiel einfach um. Ich war bei der Mühle, der Druide neben mir. Ja, schon wieder mit dir. Ja, noch einer. Wirklich? Meine Güte, man rennt andauernd. Wie konnten die Farmen so schnell verfallen? Es ergibt einfach keinen Sinn. Druiden in Schwarmzauberer zu verwandeln ist keinem. Ich habe gerade erst mein Druidenstudium in einem anderen Bau im Norden abgeschlossen. Was auch immer hier passiert ist, ich habe es verpasst. Offenbar sind alle anderen Druiden auf einmal zu Verlorenen geworden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es für einen Fluch halten. Unwahrscheinlich. Ich habe noch nie gehört, dass jemand einfach so Menschen in Verlorene verwandeln kann. Wenn es solche Magie gibt, würde ich selbst gern mehr darüber wissen.
Kennst du die Geschichte der Region? Ich bin so etwas wie eine Expertin für Windkreis. Es ist eine Art Märchen, aber es hilft dir zu verstehen. Vor 2000 Jahren verwüsteten verheerende Kriege zwischen Eternums ersten Zivilisationen die südlichen Ebenen. Die Hexerin Medea ließ sich nach den Kriegen in Windkreis nieder, um das Land wieder aufzubauen. Die Ahnen gab es zwar nicht mehr, aber Medea kannte viele ihrer Geheimnisse. Sie kanalisierte Azoth, um die grünen Juwelen zu erschaffen. Damit schützte und heilte sie ihr neues Reich. Als die Druiden Ältesten Jahrhunderte später eintrafen, fanden sie ein blühendes Land vor. Mit Medeas Segen pflegten sie die Pflanzen und Tiere. Und Windkreis blühte auf wie nie zuvor. Doch im Laufe der Jahrhunderte gelüstete es der Hexerin nach mehr. Nach der Eroberung von Reichen, die ihr bis dahin vorenthalten waren. Die grünen Juwelen wurden den Druiden anvertraut. Dies war nun ihr Garten, ihre Verpflichtung. Doch dann kam die Rache der zornigen Erdkreaturen. Die Druiden waren ihnen hoffnungslos unterlegen. Wutentbrannt kehrte Medea zurück, um auf den letzten Zweig einzuäschern und Windkreis erneut zu retten. Sie entzog den Druiden ihren alleinigen Anspruch auf das Land. Und Siedler kamen nach Korinth. Medea verlangte für ihren Schutz Tribut und heuerte die Söldner der Eisernen Rose dafür an. Nun liegt offenbar erneut etwas im Argen. Das Land, in das ich zurückkehre, leidet. Und mit ihm die Druiden. Druidische Gaben wurden zu Flüchen, Überfluss zu Dürre. Und das Leben schwindet dahin, ohne dass Hoffnung in Sicht ist. Ich weiß, das klingt etwas düster, aber es ist die Wahrheit. Ja. Die Frage ist nun, was hinter all diesem Chaos steckt und wie wir es beheben. Nicht absichtlich. Es ist nicht gut für sie gelaufen, oder? Aber vielleicht ist ein unglückseliger Versuch, das Land zu segnen, schiefgegangen. Ach, dieser Angeber, der Sprecher der Winde, vertritt diese Theorie, nicht wahr? Wichtig, Tour. Wenigstens haben wir den Ältesten Sattwig. Gut, dass du ihm hilfst. Ich begrüße deine Einstellung. Was immer du mit dem Ältesten Sattwig erreichst, es wird sich sicher lohnen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Mach's gut. Das war wirklich beeindruckend. Dieses Gemüse ist äußerst hilfreich für uns. Ich habe mit den Bauern gesprochen, die du gerettet hast. Sie sagten, du hast auch... Sie muss eine Novizin sein. Vielleicht kann sie uns helfen, das alles zu verstehen. Der Sprecher beteuert, dass er Medeas Tribut geschickt hat. Was bedeutet, dass er von den Söldnern der Eisernen Rose transportiert wurde. Angeblich sollen sie auch diese Höfe schützen. Aber ich habe keine Spur von ihnen gesehen. Ja, sie wurden von Medea angeheuert, um den Tribut sicher zu transportieren. Aber die Stadt hatte sie auch zum Schutz engagiert. Ich habe kein einziges Mitglied der Eisernen Rose gesehen, seit diese ganze Sache angefangen hat. Der Eiserne Bergfried liegt im Nordwesten. Wenn wir den Tribut finden, könnte das eventuell unser Dilemma lösen. Ich sollte diese Waren zurück zur Stadt bringen, wo sie gebraucht werden. Viel Glück! Ja. Ich sollte diese Ware in die Stadt bringen. Okay.
Story. So. Ich stehe jetzt im Inventar. Hier ist jetzt keine Anzeige, oder doch? Ach, hier ist eine. Schauen wir darin. So. An der Stelle mache ich erstmal einen Cut und sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.